Hallo und herzlich willkommen zum Zeixel Networks Kanal. In diesem Video stelle ich die XMG 1915 Serie vor. Das ist eine 2,5 Gigabit Switch Serie, die zusätzlich SFP Ports und Power over Ethernet Plus hat. Damit kannst du große Access Point und Kameras betreiben. Wir packen die Geräte aus und ich zeige dir die Installation. Die XMG 1915 Serie ist ideal für kleine Büros oder das Homeoffice, wenn du mit 2,5 Gigabit bereits Geräte verbinden möchtest und somit für Streamingdienste, Gaming und verschiedene andere Geräte einen guten Datendurchsatz benötigst. Außerdem können die PoE-Modelle, die mit PoE++ ausgestattet sind, große Access Points wie zum Beispiel den Wi-Fi 7 Access Point WPE 660S betreiben. Aber auch Kameras oder andere Geräte, die große PoE-Budgets haben. Lass uns mal schauen, was ist in der Verpackung. Die Modelle der XMG 1915 Serie kommen in einer umweltfreundlichen Verpackung. Darin enthalten ist zum Beispiel für das 10-Port-Modell das Gerät mit Netzteil und Kabel, Gummifüße für die Tischmontage, Dübel und Schrauben für die Wandmontage und eine Klemme, um das Netzkabel fest am Gerät zu fixieren. In der Verpackung vom 18-Port-Modell findest du neben der Kurzanleitung das EU-Netzkabel, Gummifüße für die Tischmontage, eine Klemme, um die Erdung und das Kabel zu befestigen, sowie Montagebügel für den 19-Zoll-Schrank. Kleine Schrauben für das Gerät und große Schrauben, um an das Rack zu befestigen. Auf der Unterseite des Geräts befinden sich Positionen, wo du die Gummifüße kleben kannst. Auf der Vorderseite befindet sich der LED-Indikator, 8 Ports für PoE und 8 für normale 2,5 Gigabit sowie 2 SFP-Ports für 10 Gigabit. Auf der Rückseite den Diebstahlschutz, die Erdung und den Anschluss fürs Netzteil sowie das Befestigungsloch für die Kabelbefestigung. Auf der rechten Seite befindet sich der Lüfter und die Anschlüsse für den Montagewinkel. Die Installation der Geräte ist relativ einfach. Dazu benutzt du das Nebula Portal oder die Nebula Mobile App. Hier zeige ich dir, wie es geht. Wir starten mit der Nebula Mobile App auf deinem Telefon. Diese bekommst du im App Store oder im Google Play Store. Zunächst legst du einen Account an oder loggst dich mit einem vorhandenen Nebula Account ein. Die Anmeldung erfordert eine Zwei-Faktor-Authentifizierung über E-Mail. Sobald die E-Mail-Adresse bestätigt ist, kannst du loslegen. Die Erstellung des Passworts ist erforderlich. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung machen wir später. Jetzt kannst du dich anmelden mit deiner App und wir legen los mit der Installation deiner ersten Site. Die Site braucht einen Namen, ein Land und eine entsprechende Location. Und du kannst außerdem die frei verfügbaren Testversionen aktivieren. Dann scannst du den QR-Code auf deinem Gerät oder auf dem Karton des Gerätes und registrierst es so für dein Nebula-Netzwerk. Anschließend wird das Gerät betriebsbereit gemacht, indem du es mit Strom versorgst oder in das vorhandene Netzwerk einbindest. Nach wenigen Sekunden ist das Gerät bereits online und kann ab hier über das Dashboard konfiguriert, gewartet und eingestellt werden. Über die Nebula Mobile App oder das Nebula Portal kannst du jetzt die Geräte zum Beispiel neu starten, updaten oder den Status überwachen, einzelne Clients identifizieren und ausbinden. Im Nebula-Ökosystem lassen sich viele Geräte wie Access Points, Firewall und andere Switche installieren. Du kannst die Geräte von überall, wo Internet verfügbar ist, über die App und das Portal verwalten. Mit Nebula wird Netzwerk verwalten einfach, einfach. Immer an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Social Medias und natürlich unser Partnerportal. Alle Nebula-Geräte sind durchweg mit einer limitierten lebenslangen Garantie versehen und du bekommst im Bedarfsfall ein Vorab-Austauschgerät kostenlos zugesendet und mit Rückversand.
Das gilt hauptsächlich in Europa. Alle Informationen zu diesem Service findest du unter support.saxo.eu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. We're Zycel and we're your networking ally. Mehr spannende Videos von Zycel findest du, wenn du den Kanal abonnierst.